So, wir spielen Chromaya Omega, gepublished von Rising Star Games. Haben wir schon länger vor, das Spiel zu spielen. Jetzt haben wir mal Zeit dafür. Hat ganz interessante Symbole hier. Difficulty Level machen Medium. Das ist, glaube ich, so ein 3D-Flug-Action-Spiel. At last, my thoughts have reached you, son. May the force be with you. They are the only things which I'm allowed to keep. So listen to them. These are, nicht they are. And grant me revenge. Ich sprich gerade diese riesige. Diese Statue zu uns. Okay. Ah, ich kann schießen. Muss mich wohl hier befreien von diesen Energie-Cubes. Bewegen. Aber diese Bildstörungen, die sind wohl gewollt im Spiel. Verwirren mich so ein bisschen. Das soll wohl so eine Art Traumsequenz sein? Ist das das Ziel? Ich kenne mich nicht so aus. Scatter Drive. Ich habe so eine Art Schrotmunition auch. Ach, mit L1 Ernst kann ich so ein bisschen die Spielwelt auch drehen. Und mit dem rechten Stick kann ich die Kamera leicht neigen. Und jetzt? Code accepted. Der Code ist einfach draufballern. Compass will lead you to the truth. Der Look ist sehr simpel gehalten. So ein bisschen wie Raise the Sun, wer das Spiel kennt. So ganz ohne Texturen. Nicht das positivste Spiel von der Grundstimmung, ja. Ladezeiten. Ich dachte eigentlich, das Spiel wäre viel offener. Arrow points to the next target. Jump Gate. Okay, nice. Jetzt haben wir den normalen Look. Wo wir doch bei Fantasiesprachen schon waren, mit Gravity Rush, sind wir jetzt bei Chromaya Omega, die das fortführen. Ich habe das Spiel auf der Gamescom 2014 mal gespielt bei Rising Star Games. Schon ein bisschen her. Da war es noch nicht draußen. Das kommt, glaube ich, von Kraken oder ich weiß nicht genau, wie der Entwickler heißt, irgendwie so ähnlich, wenn ich mich nicht täusche. Hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Look. Ich habe das damals am PC gespielt, mit Maus und Tastatur. Spielt sich nicht ganz so behäbig wie jetzt hier mit dem Controller. Muss ich da rein? Ist so ein bisschen auf Droge, das Spiel. Was ist das jetzt? Four Gods. Oh, jetzt habe ich gesprungen.
Ey, an den Look muss man sich echt erst gewöhnen. Weil die Farben so grell sind und das gesamte Spiel dann auch wieder so dunkel und es geht extrem viel ab mit den Effekten her. Jumpgate Component. Und jetzt. Ich weiß noch nicht, was genau das Spiel jetzt eigentlich ist, ob es so ein Freelancer-mäßiges Spiel ist oder ob es doch eher linear ist. Es scheint aber keineswegs so zu sein wie Freelancer. Also es ist mehr so ein Puzzle-Shooter in 3D im Weltraum mit ab und zu mal Ballern. So erscheint es mir eher. So ein bisschen wie Portal oder Talos Principle bloß in Space. Ich mal nah ran. Okay, man sammelt hier so Kassetten auf. Kann die Geschosse wohl auch abschießen. Das gefällt mir immer ganz gut. Oh shit. Ach so, habe ich. Das ist ein Upgrade. Okay, ja, ich habe ihn jetzt geupgradet. Es hat auch so ein bisschen was von Zone of the Enders. Dieses Raumschiff, dieser Space Suit, was auch immer das ist. Oha. Okay, es geht schon ab ein bisschen. Anscheinend gibt es jetzt hier auch noch. Hilft er uns? Der hilft uns, glaube ich. Oder zumindest versucht. Achso, das muss ich einsammeln. Ich da. Gibt's auch einen Boost? Ich habe ja in den letzten Wochen immer gern Rebel Galaxy gespielt, falls das jemand kennt. Da streift man auch mit so einem Raumschiff durch Asteroidengürtel, bereist alle möglichen Stationen, kämpft für verschiedene Fraktionen. Schon ganz witzig, aber irgendwann hat man dann auch das meiste vom Spiel gesehen. So stelle ich mir vor, wenn Griechen ein Sci-Fi-Spiel entwickelt, das sieht dann so aus wie das hier. Boah. Advanced Boost. Okay, jetzt habe ich wieder den normalen Schuss. Es war wohl wirklich nur eine Armor, die geht dann irgendwann noch kaputt. Das ist ganz interessant. Hätte mich schon gewundert, wenn ich jetzt immer so starke Waffen hätte. Was ist denn hier los eigentlich? Ach, ich muss hier hin. Sehr konfus, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist nicht so nach meinem Geschmack. Einsammeln. Advanced Boost. Wie nehme ich denn den Boost her? Ich dachte schon die ganze Zeit, wie boost ich. Dreieck? Jo. Man hat eine ganz gute Kontrolle über das Schiff. Das ist.
ganz cool. Man kann wohl nicht gegen Asteroiden fliegen. Das hat mich an Rebel Galaxy immer so angekotzt. Dass man bei Asteroidengürteln kann man die zerstören auch. Jo. Oh, da kommen Viecher raus. Dass man in Rebel Galaxy, wenn man boostet, dass man dann immer bei Asteroidengürteln bremst er dann immer ab, auch wenn man klar daran vorbeifliegt. Das hat mich ein bisschen genervt. Mann, hier geht alles in die Luft und lauter Sachen fliegen rum. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ah, wie komme ich hier hin? Shield Laser lost. Code accepted. Das ist ja nicht normal, was ist denn da los? Was pendelt denn da so komisch? Okay, das soll das Ganze ein bisschen schwieriger mal machen. F20, bin mal gespannt, was danach passiert. Hier ist vorbeigeflogen. Kann man nicht kaputt machen. Code accepted. Ach, dann hören die auf zu schlagen, verstehe. Okay, was ist denn das für ein Ding? Oh, das tut weh. Was wollen die denn alle von mir? Muss halt immer nach dem gelben Schalter eigentlich suchen. Der diese Pendel da ausschaltet. Muss ich da überhaupt hin? Ich muss dahin. Ist hier drauf schießen. Was Boost? Wo soll ich denn da hin? Da kann ich nicht durch. Einmal drumrum. Da rein. Autsch. Shields down ist immer schlecht, egal in welchem Sci-Fi-Spiel. Okay, jetzt aber rein. Ach komm, nimm doch das Ding jetzt. Was? Es scheint irgendwie so, als würden die einfach alle möglichen physikalischen Formen nehmen und einfach dem Spieler ins Gesicht knallen. Das einzige Feindbild im Universum und die gehen halt auf mich hier. Und tot. Game over direkt. Oh je. Load, Reboot, weiß nicht, wo der Unterschied ist. Mal gucken, wo wir rauskommen. Level 4 steht da. Ah, hier bei den Pendeln, okay. Gut, jetzt muss ich ja bloß wieder hinfliegen. Level 4 ist wohl mein aktueller Fortschritt. Jetzt nicht unbedingt, in welchem Level ich bin, sondern wie ich abgegrade.
upgraded bin. Der gradet wohl automatisch ab. Ich gucke gar nicht mehr hin, was da eigentlich passiert. Ich fliege jetzt einfach nur noch zu meinem Punkt. Ah, ich kann gar nicht hin, ey. Einfach alles blockiert. Ja, nimmst du es jetzt auf oder was ist los? Was fliegt denn da alles rum immer ständig? Das ist ja Wahnsinn. Das respawnt alles immer wieder, sodass man eigentlich gar nicht eine ruhige Minute hat, sondern wenn man Sachen abschießt, es wird einfach immer mehr. Deswegen sollte man einfach nur fliegen. Also wenn das ganze Spiel über ist, ist schon alles sehr nervig, finde ich. Ups. Die wollen wohl nicht, dass ich das alles hier einsammle. Was haben die denn dagegen, dass ich ein Jumpgate baue? Steuerung ist schon so ein bisschen schwammig. Man hat zwar stets die Kontrolle, aber es ist ein bisschen schwammig. Wenn ich jetzt nur navigieren müsste, wäre es okay, aber mit den ganzen Gegnern. Du machst Boost. Ja, okay, wie viel sind es denn jetzt noch? Das Spiel ist wohl an den Dauerfeuerspieler gerichtet. Ständig Ziele im vor den Augen. Muss ich da rein? Kann ich da rein? Nee. Was mag der denn jetzt hier? Space Taube. Ah, fuck. Weg da. Also, eine feindseligere Umgebung habe ich selten gesehen. Level up. Level 6 sind wir jetzt. 19 von 20, okay, die 20 werde ich wohl noch kriegen. Eine noch. Cooldown gibt es anscheinend keinen. Jetzt habe ich alle. Warning, jetzt kommt wahrscheinlich der Boss. Den gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Wyrmis is an elderly god. Ach, wir kämpfen jetzt gegen die vier Götter, okay. Das ist wahrscheinlich nicht ein ganz so langes Spiel, habe ich das Gefühl. Oha. Er scheint einfach aus dem Nichts. So ein bisschen wie ein Sensi Sensig, wenn das jemand kennt. Der Cage Shooter ist zwar top-down, aber für den PC, für Steam, sehr coole Musik und einfallsreiche Level. So. Mehrere Schiffe, die man machen kann. Okay, ist wieder so eine Raupe. Ah, mit so einem fetten Schwanz. Doch hier vorne treffen, nachdem der Pfeil da hinzeigt. Was muss ich denn jetzt hier schießen? Ah, okay, diese Schuppen da oder Pilze muss ich da wegschießen. Oh, fuck. Jetzt nicht drauf gehen. Ich drücke mal L2 zum Boosten, aber man kann irgendwie auch mit X boosten. Das sieht man hier. Au, oh, weggeplompt.
Okay, immer die leuchten. Wie ist, wusste ich jetzt nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Dreieck, das ist eine ganz blöde Taste. Weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Die Taste, die am weitesten weg ist vom Daumen, vom Zielen, ist natürlich die Boost-Taste. Layer lost. Das ist nicht gut. Shield Layer, ganze Ebene. Okay, und bis jetzt? Ah, da ist noch eins. Ah, gehen wir mal näher ran. Das meine ich mit schwammig. Ich habe ja irgendwie kaum Möglichkeiten, da ranzukommen. Und was ist jetzt das nächste Tor? Ah, jetzt einfach runterschießen, oder? Irgendwas. Ah, da. Es gibt nämlich eine feste Reihenfolge, wo man diese Schuppen abschießen muss. Diese Space-Raupe. Auf. Das Ding kann ich nicht. Doch. Jetzt kann ich wohl alle abschießen. Doch nicht mal mit... Oh nee, oder? Ey, komm, ey. Nice. Bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. I have another code for Blitzbreaker on Steam, if you're interested. I linked you the preview I wrote in the chat. Yeah, it looks a little bit like Strike Suit Zero or Strike Suit Infinity, which I never played. I guess the stream is now okay. I hope you got the code. I posted again for Blitzbreaker on Steam. Oh shit, geht schon wieder ab. Jetzt schon Schiedler los. Den würde ich jetzt schon noch schaffen hier. Den Boss. Alter, was geht hier ab? Wo bin ich jetzt hier drin? Ah, jetzt verstehe ich das. Die leuchten nur, wenn ich sie quasi angeschossen habe. Now imagine this in virtual reality. You would just go insane immediately. Okay, hier ist die andere. Man kann schon ganz gut so zirkulieren um Sachen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch diesen X-Boost. Damit kann ich nach unten boosten. Aber halt auch nur nach unten, wenn ich das richtig sehe. Aber nach... Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Man hat sich aber schon so Gedanken gemacht, anscheinend. Wie man am besten boosten kann mit so einem Raumschiff im 3D-Raum. Ach, ein bisschen mal down gehen, diese einzelnen Turrets. Mal den Schwanz stillhalten. Das wird schießen. Okay, nice. Oh shit, direkt vor mir. Der bewegt sich aber auch genauso, dass es echt extrem schwierig ist. Das ist schon ganz organisch gemacht irgendwie. Finde ich ganz cool. Was davor war, war ziemlich random, aber gibt
Bosse, also die Götter, die scheinen ganz interessant zu sein. Ich treffe gar nichts mehr jetzt. Mein Gott, beweg dich doch nicht dauernd. Jetzt habe ich wohl alle Turrets runtergeschossen. Jetzt darf ich nur nicht zu nahe kommen, weil sonst steckt er mir ins Gesicht. Oh, voll reingeboostet, macht voll Sinn. Ah, ist ein bisschen schwierig manchmal was zu treffen. Oh. Habe ich jetzt dann alles weggeschossen? Komm, da ist noch was. Yeah. Und jetzt? Kann ich jetzt alles wegschießen? Nee. Den Schwarm ist noch weg? Kann man nicht. Fuck, er ist direkt neben mir. Shields down. Wo ist denn da jetzt noch was? Ich sehe nichts. Doch von vorne jetzt. Ah ja, okay. Oh fuck, ey komm, ey, mit einem Schuss bin ich weg. Also einmal probier ich's noch, aber das reicht dann auch. Muss man denn da drauf schießen, ey? Nicht mehr normal. Und dann plötzlich auf einmal mit einem Schuss. Ich nehme jetzt einfach hier die Schrott. Ah, fuck. Ja, geht's noch ein bisschen näher. Die Raupe ist heute auf Kuschelkurs. Das sind echt sehr haarsträubende Aussagen, die man hier teilweise trifft. Wenn man den Kontext nicht kennt, ist das schon gefährlich. Schuppe für Schuppe. Ach, jetzt dreh dich doch nicht dauernd. Wie so ein Dönerspieß. Ah, nice, okay. Hier ist noch was. Da oben hat er noch ein paar. Hier oben kann ich ihm wahrscheinlich jetzt noch nichts abziehen. Muss ich wirklich erst jede einzelne Ohren abschießen. Ah, Mann, ey. So, da oben ist noch eins. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ja. Ah, das ist eins.
Wie ernährt sich so ein Viech eigentlich? Und ich habe von mir. Oh fuck. Muss ich weg. Ah. Alter, was geht denn? Jetzt muss man ein bisschen mehr ausweichen. Er blinkt ja, also ich müsste ihm ja was abziehen. Ah, die Sau, ey. Kann ich das abschießen? Das was? Ich weiß nicht, ob das was bringt, ey. Ein sehr konfuses Spiel. Aber er leuchtet. Alter, was verfolgt mich denn da dauernd? Die schießen sie wieder, stellen sie auch nicht wieder her. Wenn man sich kurz zurück. Nee. Festhängen. Ihr seht, wie viele Raketen oder was auch immer das sein sollen, mich verfolgen. Jetzt sag mal, warum gehen das nicht down? Ah, jetzt? Oh Mann, ey. Das ist ein stressiges Spiel. Oh ja, genau, jetzt kommen die noch. Ich hoffe, er hat gespeichert. Folgen immer noch diese Viecher da. Einmal, wenn ich die berühre, bin ich tot. Oh, ich kann mich nicht boosten. Nur noch sehr wenig. Okay, wohin? Da. Oh, je, je. Only with its default armor. Huh? Was labert der? Das sind die verschiedenen Welten wahrscheinlich jetzt hier. Die erste Welt haben wir abgeschlossen. Das ist die zweite. Es gibt vier Gottheiten, die es dann zu schlagen gilt. Aber wenn man da jedes Mal immer diese Teile einsammeln muss und von allen Seiten beackert wird, das ist schon ein bisschen stressig und unnötig. Was ist diese Maske? Shields sind immer noch down. Was kann ich denn machen? Ah, es gibt mehrere Kameramodi. Sehen wir mal die Boosts. Mit X kann ich also noch so nach unten boosten. Mit Kreis kann ich nach oben boosten. Okay, das gibt's auch noch. Ja, ist schon ganz interessantes Movement. Und dann kann ich hier auch noch mich so drehen. R1, L1. Jetzt haben wir den ersten Boss schon gesehen, die erste Welt. Das ist schon ganz nett gewesen, aber ein bisschen chaotisch. Ja, danke fürs Zugucken. Das ist Chromaya Omega. Gibt's jetzt für die PS4. Soweit ich weiß, nur für die PS4. Müsste ich aber nochmal nachschauen, ob es das nicht vielleicht sogar noch für andere Systeme gibt. I have another code for Blitzbreaker on Steam. If somebody wants one, it's a pretty cool platformer. Already taken, yeah, because I posted it before. I just wanted to make sure that somebody gets it. Yes, I already played Gravity Rush, but it will be on YouTube tomorrow, so you can watch it there if you want. This is our YouTube channel, in case you haven't known. So I have another Blitzbreaker code. This is my last code for the game. It's a pretty cool platformer.
thanks for watching. Which game did you like most? You can write me in the Twitch chat and see you next time.